Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um etwas für Elektriker unter euch oder welche, die was mit Elektrik zu tun haben in der Werkstatt. Um ein Schraubendreher-Set VDE geprüft, kommt vom Parkside, gibt es bei Lidl. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann darfst du jetzt nicht abschalten. Ja, vom Parkside kommt in diesen Tagen, gibt es glaube ich auch in den Filialen, gibt es natürlich auch online dieses Schraubendreher-Set VDE mit VDE-Prüfung. Denke ich mir zumindest mal, dass das VDE geprüft ist. Müsste im VDE-Zeichen dann auch drauf sein. Da steht auch VDE mit drauf, wie ihr seht. Also, die haben das auf jeden Fall prüfen lassen. Das Ganze gibt es für 5,99 € derzeit. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung, wenn ihr in den Filialen das nicht mehr bekommen solltet oder das einfach online bestellen wollt, dann könnt ihr dem Link unten folgen und dort den tagesaktuellen Preis abrufen. Ich weiß nicht, was das Produkt dann später kosten wird. Ich denke mal, die 5,99 € wird erstmal nur ein Werbepreis sein. Aber wenn das jetzt ein, 2 € teurer ist, dann denke ich mal, sollte uns das auch nicht interessieren. Wir haben ein achtteiliges Set, das heißt, wir haben hier 8 Schraubendreher mit drin. Die halten bis zu 1000 Volt an Spannung aus, sind aus Chrom-Vanadium-Stahl, sind auch bis vorne hinten nochmal isoliert, wie man das von den Elektriker-Schraubendrehern auch so kennt. Ein Spannungsprüfer ist auch mit dabei, 4 Schlitzschraubendreher und 3 Kreuzschlitzschraubendreher. Das Ganze nach DIN VDE 0680 geprüft. Die Maße der Schraubendreher sind hier wie folgt: 0,4 mal 2,5 mal 75, dann 0,8 mal 4 mal 100, dann 1,0 mal 5,5 mal 125, 1,2 mal 6,5 mal 150. Kreuzschlitzschraubendreher haben wir hier in Philips 0 mal 75, dann in Philips 1 mal 75 und in Philips 2 mal 100 mm. Und der Spannungsprüfer hat eine Größe von 65 mal 3 mm und das ganze Set wiegt hier etwa 520 Gramm. Ich würde sagen, wir packen es mal aus, wir gucken uns das mal etwas genauer an, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Ihr könnt mit den Produkten hier zwar unter Spannung arbeiten, aber das sollte man auch als Hobbyhandwerker oder Hobbyheimwerker natürlich nicht tun. Ihr solltet immer für Spannungsfreiheit sorgen an den elektrischen Anlagen, wenn ihr da arbeitet. Wenn ihr natürlich sowas macht, dann bietet das natürlich noch zusätzlichen Schutz. Dann, wenn wir die Anlage vielleicht nicht gegen Wiedereinschalten gesichert haben oder wenn irgendetwas sonst passieren sollte oder irgendwo, ihr kennt das, wenn ihr Waschmaschinen repariert, da sind so große Kondensatoren unter, die können unter Umständen nochmal Spannung führen. Deswegen ist es immer sinnvoll, wenn wir irgendwelche elektrischen Arbeiten machen, dann solche Schraubendreher auch zu verwenden und nicht zum Beispiel Schraubendreher, die komplett aus Metall gefertigt sind, denn das kann dann natürlich böse enden. Gucken wir uns erstmal den Spannungsprüfer hier an. Viele sagen auch Phasenprüfer dazu. Der wird ganz normal hier mit so einer kleinen, da ist so eine kleine Lampe mit drin oder LED ist es, glaube ich, gar nicht mal. Das ist irgendwie so ein Glühdraht. Der wird hier vorne dann einfach auf den Pol aufgesetzt, beziehungsweise in die Steckdose eingeführt in einer Seite. Hier hinten drückt ihr dann einmal mit dem Finger drauf. Dann fließt der Strom quasi über euch ab. Aber dadurch, dass hier ein riesiger Widerstand drin ist, leuchtet das dann hier und ihr merkt davon nichts. Aber so kann man dann eben prüfen, welche Seite der Steckdose gerade die Phase führt. Ja, die Schraubendreher gucken wir uns natürlich auch an. Die sehen so aus. Die sind, wie gesagt, bis vorne hin auch isoliert. Es gibt auch nochmal spezielle Schraubendreher, kann ich euch auch unten nochmal verlinken. Die sind nochmal etwas dünner isoliert, denn manchmal ist es so, gerade wenn wir in Leitungsschutzschaltern oder sowas, da ist so eine kleine Schraube drin, da müssen wir dann natürlich einrasten. Wenn wir da vielleicht nicht reinkommen oder in irgendeinem Gehäuse arbeiten, wo hier das schon ein bisschen zu viel ist, das heißt, wo dann dieser Auftrag hier die Arbeiten dann blockiert oder eventuell dann sogar spröde wird und abgeht. Da gibt es, wie gesagt, Schraubendreher. Ich kann euch ja mal einen zeigen. Nehmen wir mal den hier. Die sind hier vorne dann quasi eben gestaltet. Das heißt, hier haben wir wirklich nur im Mühbereich einen kleinen Absatz. Wenn man das natürlich hier mit dem Schraubendreher vergleicht, sieht man jetzt so ein bisschen schlecht. Hier steht das wirklich schon fast ein Millimeter oder sowas dann drüber. Und das kann natürlich bei vielen Sachen entscheidend sein. Wenn ihr euch für diese Schraubendreher interessiert, das Video ist unten in der Videobeschreibung dazu verlinkt. Ja, grundsätzlich kennen wir die Farbe natürlich, die VDE-Farben oder für VDE-Schraubendreher typische Farbe ist dieses gelb-rote. Wir haben auch hier vorne noch die Möglichkeit,
mit einem Maulschlüssel oder einer Zange dann hier anzugreifen, um vielleicht ein bisschen mehr Drehmoment zu gewinnen. Von der Spitze her kann man sagen, die sind hier nochmal so, das wird Graphit wahrscheinlich sein, was hier einen Überzug leistet, steht so ansonsten nicht drauf. Aber die sind halt, wie gesagt, hier nochmal in dunkel gehalten, die sind dann nicht geschliffen. Dann haben wir hier nochmal VDE-Symbole drauf und die Größe des Schraubendrehers ist hier drauf vermerkt. Das ist hier aus Hartplastik, alles was gelb ist, ist aus Hartplastik. Alles, was rot ist, ist so eine Art Gummierung. Das heißt, wir können hier auch in gewisser Weise dann rutschgehemmt arbeiten. Das Ganze vereint das hier nochmal, wenn wir irgendwie was herausziehen wollen oder unser Schraubendreher irgendwo drin steckt, wir den rausziehen wollen, dann können wir das natürlich über diese Flächen hier machen. Die sind nochmal extra geriffelt, sodass wir hier dann auch nicht abrutschen. Die Form des Schraubendrehers ist nach außen hin hier auch so ein bisschen gewölbt. Das hat dann damit zu tun, wenn wir dann irgendwo auf einer Platine arbeiten, dass wir hier einen gewissen Druck auch aufbauen können. Zum einen können wir den natürlich über die Handfläche dann so ein bisschen generieren, aber natürlich, indem wir die Finger hier vorne dann drauf drücken, können wir auch ein bisschen Druck ausüben. Und dadurch, dass das hier so ein bisschen konisch nach außen geformt ist, ist es so, dass wir hier dann natürlich nicht nach vorne abrutschen. Gerade bei Elektroarbeiten ist sowas natürlich sehr, sehr wichtig. Hinten haben wir noch eine kleine Aufhängung mit dran, ein Loch. Da können wir dann, es gibt so kleine Lanyards, da ist eigentlich Schlüsselband, aber es gibt das eben auch für Werkzeug. Die können wir dann hier einklicken. Wenn ich das auf Anhieb finde, dann verlinke ich euch das natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Ich glaube, so ein Lanyard ist wesentlich teurer als das ganze Set hier. Wenn wir hier von 6 Euro sprechen, ungefähr, müsst ihr auch mit dem Lanyard rechnen. Aber es ist mitunter ganz hilfreich, gerade wenn ihr irgendwie auf der Leiter arbeitet und euch das Teil dann natürlich außer Hand fällt, dann kann das natürlich nur so weit herunterfallen, wie dieses Lanyard dann an eurer Hose oder um euren Hals oder sonst wo irgendwo befestigt ist oder halt als Handschlaufe dann hier ums Handgelenk gelegt ist. Dann habt ihr den natürlich nicht verloren und müsst dann nicht vielleicht 30 Sprossen nach unten steigen, um den wieder hochzuholen. Und ihr verletzt natürlich dann auch keinen, sondern ihr habt das Teil dann direkt am Handgelenk noch sitzen. Ja, hinten drauf haben wir hier nochmal eine Bezeichnung, was das jetzt für ein Schraubendreher ist. Ihr seht, das ist hier Schlitz. Ist einmal symbolisch dargelegt und einmal natürlich hier in Schriftform. Wir können uns ja mal einen größeren davon auch anschauen, wie das hier aussieht. Hier steht nochmal ganz groß Parkside sogar drauf. Das ist so richtig reingestanzt hier. Das ist der größere von den, oder das ist der größte überhaupt von den ganzen. Hinten steht dann auch einmal Schlitz drauf. Gucken wir mal, dass wir das Ganze hier als Philips auch nochmal haben. Das ist natürlich hier wirklich sehr, sehr klar drauf geschrieben. Also da können wir auf jeden Fall nichts verwechseln. Wenn ihr euch dafür einen Halter für die French-Gliedwand baut, dann müsst ihr das natürlich auch oben freilassen, sodass ihr sehen könnt, was ihr dann greift. Hier ist ein bisschen schade, dass hier kein extra Halter noch irgendwie mit drin ist. Manchmal sind ja noch so kleine Plastikhalterungen mit dabei, die man dann in die Wand schrauben kann etc. Aber ich denke mal, für den Preis kann man das hier überhaupt nicht erwarten oder überhaupt nicht verwirklichen. So, packen wir das Ganze mal wieder ein. Dann gucken wir uns noch mal hinten drauf auf die Packung, was da noch so drauf steht. Ja. So, hier könnt ihr noch mal drauf gucken. Nach DIN isolierte Klingen für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1000 Volt. Wie gesagt, nach Möglichkeit solltet ihr auf jeden Fall immer abschalten. Hier nochmal die Übersicht, könnt ihr nochmal auf Stopp drücken. Da steht das nochmal alles drauf, welche Größen dabei sind. So stellen die sich dann im Verhältnis dar. Wir können hier oben nochmal drauf gucken, was Parkside hier noch drauf geschrieben hat. Steht das gleiche drauf wie vorne auch. Abrollschutz für komfortables Arbeiten mit praktischen Aufhängeloch und Schraubenkennzeichnung und Griffende achteilig. Das habe ich euch eben alles erzählt. Also habe ich damit recht gehabt. Ich habe mir das vorher nicht durchgelesen. Aber wenn es draufsteht, wird das auch so sein. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche Marke von Schraubendrehern ihr am liebsten verwendet. Da gehen ja die Meinungen auch auseinander. Ich hatte letztens erst eine Diskussion mit jemandem über Vera und Viha, wie sich da die Griffe gestalten etc. Also das fände ich mal ganz interessant, wenn ihr das mit reinbringen könntet oder ob ihr sagt, nö, Schraubendreher ist für mich Schraubendreher, ich nehme auch sowas, mir egal, was ich da nehme, Hauptsache, die sind gut und die sind günstig. Vielleicht habt ihr dieses Set ja auch schon zu Hause oder habt jetzt vor, euch dieses Set zuzulegen. Schreibt fleißig in die Kommentare, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid und sage bis dahin,